Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen LP, beziehungsweise zu einem, weiß ich nicht, eher zum Ausprobieren. Und zwar habe ich mich mal an Fortnite gewagt. Und das natürlich nicht alleine, weil ich gar keine Ahnung von diesem Spiel habe, sondern ich habe jemanden mitgebracht und das ist der Patrick. Ich mache nochmal seinen YouTube-Kanal als Link nochmal in die Beschreibung, damit man, falls man Interesse daran hat, ihn mal anschauen kann. Genau, und er hat mir so ein bisschen erklärt, wie das ein oder andere funktioniert, nur bedingt, weil er nämlich auf der Konsole spielt und ich auf dem PC. Also nicht wundern, wir haben nicht dieselbe Steuerung. Ich habe zwar ständig nachgefragt, aber er konnte mir das natürlich nicht sagen. Also, ne? Und nicht so hart mit mir ins Gericht gehen. Ich habe es wirklich noch nie gespielt und ich bin habe keine Erfahrung auf diesem Gebiet. Also, wenn wäre ich über Tipps dankbar, damit ich mich dort vielleicht noch ein bisschen besser schlagen kann. Und ansonsten fröhliches Lachen, weil ich mich wirklich ganz ahrlich anstelle. Okay, super. Dann starten wir mit dem Video oder mit den Videos und vielen Dank und ciao. Russischen Volkstanz. Du bist bereit, du bist Bereit, bereit. ich bin in Form. Du bist Ja, nicht ganz bereit. enorm. Doch, Doch, hä? lädt Stand doch gerade, du bist gerade. nicht bereit. Ich bin bereit, Ein, denn ich es bin ist bereit. Zeit. Wir sind bereit, diesmal wird nichts gelöscht. Ja, ich gebe mir Mühe. Oh Gott. Leute, willkommen zu Fortnite. Kennst du dich mit dem Schock hier drinne aus? Überhaupt nicht. Okay, weil ich habe mich nämlich gefragt, weil ich wollte mal ein bisschen rumblättern, was es alles so gibt. Und dann gucke ich rein und dann gibt es nur so ein paar Teile. Und ich habe mich gefragt, ob es wirklich immer nur so wenig gibt, weil wenn, dann wäre das echt irgendwie blöd. Soweit ich weiß, kannst du nur Waffenskins, diese Gleiter, diese Ja, und Dance Outfits Moves. kannst du ja auch, ne? Die dann über jeweils auch über den Skin entscheiden, also männlich oder weiblich. Aber es gibt halt nur drei oder so zur Auswahl, das finde ich irgendwie ein bisschen wenig. Aga, ne? Ich weiß nicht genau, also wie schon gesagt, Fortnite ist ein Spiel, das ich eigentlich hasse, dann müsstest du einen Krappi fragen. Nee, das ist total super. Bist du Soll schon ich. raus? Nee, aber jetzt. Okay, ich spring auch mit. Wo bist denn du? Suchte ich auch gerade. Da hinten. Komm mal dichter zu dir. Ich bin jetzt noch schon weiter unter dir. Ach da ist sie ja, die Mauzowitsch. Tschusch. Immerhin in die Stadt, oder? Eine Stadt? Ist das nicht ein Oder weiter bisschen. außen? Ich würde erstmal an so einen Warte. kleinen Punkt landen. Da hinten Naja, sind egal, jetzt bist du kleine schon mal Häuser. näher. Gerade Sag habe mir, ich deinen bist du. Pfeil gesehen. Huch, wo bist du denn jetzt? Da hinten bist du. Warte, ich komme zu dich. Ah nein, jetzt bin ich mitten in der Stadt. Super Ricci, bin zu dir gefliegt. Ich habe Angst hier in der Stadt. Ah, fuck. Okay, ich bin irgendwo da hinten dran. Ich bin mir nicht sicher, ob ich schon beschossen wurde gerade. Oh, ich habe ein leichtes MG. Wie geil. Oh. Perfekt. Hier ein Mautz in der Nähe. Hier irgendwo. Ich bin Mit in so einem einer Einkaufswagen wieder. kleinen Hütte hier, Hä? weil ich weiß jetzt nicht, wo du bist. Oh, Anzeigetreiber. Ich hoffe, ich höre. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Scheiß Laptop, ich schwöre. Da ist Böses im Busch. Hast du mich gerade gehört? Es Ja, ich gab kann einen dich hören. Angriff. Ah! Ich bin hier weg. Ey, lass an in Ruhe, du Arschlöcher! Alter! Los! Fick! Boah. Oh, Scheißdreck. Das war eine schnelle Kruzifix. Runde. Okay, kaum spawnst du, wirst du abgeschossen. Ja, aber wir haben uns auch echt blöd positioniert. Also ich würde halt nicht in so eine Riesenstadt reinfliegen. Der Erste mit der Bist du Waffe, am der Kampf? malt ja auch zuerst dann.
sozusagen. Naja. Versuchen wir zocken. Nervt mich so sehr, Alter. Ah, Gott. Frag mich, wie der Monaco und der Krappi das durchsuchten können und der Manu. Oh, ich finde, das macht schon Spaß. Ja, wenn du gut drin bist. Glaub mir, mein Controller wäre schon fast gegen die. Der schaut aus wie Kratos. Nö, das ist der Flieger. Ja, du hast verschiedene Skins. Du hast zum Beispiel auch so einen Riesen-Lolli. Ja, aber die kannst du halt. Ich habe halt nirgendwo gefunden, wo man die rein theoretisch kaufen könnte. Oh, Sniper. Das Witzige ist, da passiert ja noch nichts. Ich habe keine Munition, ich habe keine Munition, ich habe keine Munition. Kopfschmerzen. Headshot. Ich weiß nur, es gab zum Beispiel auch so ein Osterhasenkostüm. Wie mal. Okay. Warum sind wir immer an derselben Map? Dann kann man auf so einer kleinen Insel landen, theoretisch? Eher unwahrscheinlich. Nur im Zentrum. Springst du? Ja, jetzt. So, diesmal lass uns mal nicht so da landen, wo die meisten sich dann nachher dann. So irgendwie was Kleineres, wo man sich erstmal eine Waffe suchen kann. Bist du? Ah, ganz ausnahmenweit vielleicht? Zum Beispiel. Da, wo so ein paar kleinere Hütten lang sind. Kleinere Örtchen, wo vielleicht nicht jeder sich gleich hin schweben lässt. Also hin. Irgendwie spackt das gerade hin und wieder. Warte mal. Mist. Super Petty kommt gefliegt. Da ist er ja. Verbindung wird getrennt. Welche Verbindung? RTC-Verbindung getrennt steht bei mir dran mit Discord. Ah, du hast ja echt Probleme da. Und die kriegst du auch noch. Dass wir jetzt hier besser vorankommen. Da oben ist irgendwas. Mal schauen. Ich hoffe, morgen geht es besser voran. Ich muss echt mal damit die Einstellungen checken. Brauchen wir jetzt mal so eine. Ich muss erstmal dieses lernen, dass man das mit diesem Baumodus. Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht mehr. Jetzt wieder rein. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Was machst du? Komplett. Hör mich an. Boah, wie ist das, was die Jungs immer zockt haben? Aus dem Survival Game, wo du dir eine Basis bauen konntest. Was konnte man da bauen? Du konntest dir eine komplette Basis bauen. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Hm. Alter, hab ich viel Holz? Hast du ganz viel Holz vor der Hütte? Oh Gott, das tut mit deinem sächsischen Dialekt. Ah, wo hast du es noch gesagt? Bei Monkey Island, glaube ich mal. Oh, ja, das kann sein, zwischendurch. Schrecklich. Ich find's lustig. Sagen immer, der bayerische Dialekt ist schlimmer, aber ja, der sächsische ist schon schlimmer. Ich weiß nicht. Ich bin so ein bisschen daran, mein Onkel, der kommt nämlich aus Dresden. Oh, Dresden, und da war ich auch schon mal. Früher hat er zu seiner Tochter gesagt, die ist ja mittlerweile schon ein bisschen größer, als er ein bisschen kleiner war,
hat er immer zu ihr gesagt, heißt du Enkelpusi? Das fand ich immer so ulkig. Und irgendwann habe ich mir das so ein bisschen angeeignet und immer so ein bisschen geübt und jetzt manchmal. Ich finde das irgendwie eine. Ich finde es irgendwie lustig. Ich hab schon Bilder da. Bettlerxem. Also ein bisschen verstehe ich es aber nicht ganz. So, wollen wir mal. Wie sieht das aus mit dieser Linie? Ach, wir sind. Hä? Wir brauchen uns da gar keine Gedanken zu machen, oder? Glaube nicht. Weil wir sind ja da, wo ein Rand. Da kann ja eigentlich gar nicht so viel Einschränkung kommen, wo wir gerade sind. Abgehackt, Alter, ey. So eine Scheiße. Ah, ich muss später echt mal gucken. Es was mir aufgefallen ist, bisher hat uns noch keiner angegriffen. Ja, aber scheint hier jemand aber zu sein, weil hier ist schon was gebaut worden. Oder? Das ist verkehrt. Wenn gebaut wurde, sind meistens welche in der Gegend. Das meine ich aber auch. Das meinste. Nee. Ich hätte gerne nochmal so eine Pumpgun oder sowas, aber hab ich glaube ich gar nicht, ne? Nee. Haftgranate. Da kommt ein ich habe auch einen, habe ich auch gerade gesehen, aber ich weiß noch nicht, wie man mit Granaten umgeht. Hier ist Verband. Oh ja, da wo. Da ist jemand gespawnt. Tomb Raider, oder? Ja, deswegen. Das erinnert mich tatsächlich so ein bisschen daran. Oh, nein. Die will ich behalten. Dann nehme ich wieder die mit. Ich weiß jetzt tatsächlich immer ja noch nicht, wie stark einige Waffen sind. Das muss ich erstmal ausprobieren. Ich kann zum Beispiel irgendwie mit kleineren Waffen besser umgehen als mit größeren. Da schon mal was bauen, so eine kleine Festung. Ja, ne? Du baust da jetzt, ne? Dann baue ich erstmal. Oh, ich hasse das Ballen hier. Da irgendwo Türen neu bauen und so. Eigentlich baue ich ja total gerne. Hä? Ja, das ist schon irgendwie geil. Geil gemacht. Oh, wo baust du? Ich baue hier auf der anderen Seite. Ich hab mir das schon. Im Gegensatz zu PUBG ist es einfach so, dass du. Oh, das sind noch Waffen. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Wenn einfach was Interessantes dabei ist, was du nicht brauchst, kannst du ja sagen. Eine Pumpgun wäre noch ganz mal nett. Pumpgun sehe ich jetzt nicht. Wie kann man das Material aussuchen? Taktische Schrotflinte. Ich weiß nicht, wie die das machen. Okay, man kann ja. Man hat ja verschiedene Materialien, weil Stein hält sich ja besser als Holz. Das kann man wohl auch irgendwie auswählen. Ich habe bloß noch nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Hier ist eine Pumpgun und eine taktische Pumpgun. Ich habe jetzt ein bisschen was aus Holz und Metall und Stein. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ah, Mann, du, das ist doch. Wie schon gesagt, ich kenne mich überhaupt nicht aus. Ich habe das damals kurz installiert und wieder gelöscht und keine Ahnung. Eigentlich noch mit zwei, drei Leuten aus der Community spielen, aber
Aber? Wurde nichts mehr draus. Ah, Herrgott. Sehr cool, wenn man das so aussichts so noch mal irgendwie was bauen könnte, dass man irgendwie, weiß ich nicht, so ein Guckloch oder sowas. Ja, du kannst irgendwie so eine Tür noch einbauen, aber keine Ahnung wie. Ich glaube, mein Material ist gerade zur Neige gegangen. Meinst du, ich habe es übertrieben? Ich sehe es gerade nicht. Ah ja, ich habe ein Guckloch. Ich wurde angeschossen. Wo? Nein, ich bin tot. Passt. Nein, ihr Wichser. Muni. Ich habe ein Guckloch. Ich bin gleich tot. Nein. Scheiße. Ich komm nicht raus. Scheiße. Ich komm nicht raus. Ich wollte noch wegkrabbeln, aber. Hast du dich schon wieder Ist denn der eingebaut? Wichser? Nein, ich bin oben. Ich kann rausgucken. Ah, warte mal. Guck mal, wie schön ich das gebaut habe. Und jetzt haben sie mir das kaputt gemacht. Ah, dieser Wichser! Hat er dich auch gekillt? Oh Mann, ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen abschießen können. Welchen Platz waren wir eigentlich? 13. oder 14. Wow. Heute Vormittag, ja, waren wir auf 10. Ja, es wäre immer nett, wenn ich mal irgendjemanden abschießen kann, aber die sind nachher so krass drauf, die haben dich in 2 Schüssen erledigt, habe ich das Gefühl. Weil du halt auch keine Schildtränke hast und so. War das das Blaue, was ich dabei hatte? Ja, Hatte ich blau ist ein einfach nicht. Schild. Aber es ist Blau egal, ist ein selbst mit dem Schild. Schild hätte ich es nicht geschafft. Was meistens nur so ein kleines Schild bringt mir wenig. Bist du wieder Jesus, oder? Ist sie? Jesus. Macheten-Jesus, ey. Alter! Das Lustige ist, du kannst hier ja rumballern, aber es ist nicht. Du überlegst, es ist dasselbe wie PUBG, bloß dass PUBG bescheuert ist. Ja, es ist, ich finde, es ist Hier kannst du halt bauen. vom Design her einfach unterschiedlich, ne? Also das ist ja schon eher niedlicher dargestellt. Der Kannst PUBG ja bauen. schon ein bisschen, ja, es ist halt einfach ein anderer Design oder ein anderes Design, finde ich auch, ne? Ansonsten großartig unterscheidet sich das ja jetzt nicht, ne? Nur ein Spielprinzip wenig ist das Design. gleiche. Jo. Ah, oh, der eine hat so eine Rauchsparte da. Mauzowitsch, wo bist du? Ach, da Da. oben. Richtung Wald da hinten. Da, wo die Gummibären leben. Genau. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind da, für die du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ich bin schon voll weit unten. Also in den Wald, ja? Ja. Gut. Eine Hütte in der Nähe, das weiß ich nicht. Ich lerne mal hier.